So, bevor ich jetzt Feierabend mache, ich habe noch was vergessen heute. Jetzt bin ich es nochmal. Manchmal frage ich mich hier, ich weiß ja, nicht jeder kennt mich aus dem TV. Na? Ich bin ja immerhin schon im September diesen Jahres 10 Jahre von diesem Verein aus dem TV weg. So. Ich weiß es ja nicht. Ich habe nur ganz viele Beratungen online und wie ich arbeite. Und vielleicht die paar, die mich nicht aus dem TV kennen, um Himmels Willen, haben von mir gehört oder haben negativ Schlagzeilen über mich gelesen, wie böse, dass ich doch eigentlich als Beraterin bin. Ich bin gerne böse. So, dauernde schreit an der Tür, der andere steigt auf den Schoß und wie soll jetzt hier was machen? So, jetzt möchte ich gerne ein Thema ansprechen. Meine Damen, ich habe keine Lust, mich privat mit euch über Männer zu unterhalten. Ja? Weil ich habe ja kein Männerdefizit. Ja, auch wenn das vielleicht noch nicht angekommen ist. So. Ja? So. Jetzt habe ich heute auf der Mysterienseite ein Bildchen geteilt. Da habe ich schon alles dazu geschrieben, was für dieses Bildchen wichtig ist. So behandeln einen Narzissten ganz zu Anfang und dann versuchen sie einen Schritt um Schritt subtil zu verbiegen und zu brechen und zu verändern. Oft kommt dann der Satz, was würdest du nur ohne mich machen oder was wärst du nur ohne mich? Bei solch einem Verhalten, wie hier auf dem Foto beschrieben, sollten bei euch gleich sämtliche Alarmglocken angehen, trotz rosaroter Brille. Allerdings ist das sehr schwer, da ihr euch ja nicht in einer neutralen Position befindet. So auf dem Bildchen steht, finde jemanden, der stolz ist, mit dir zusammen sein zu dürfen. Oder zu sein, Angst davor hat, dich zu verlieren, um dich kämpft, dich wertschätzt, dich respektiert, sich um dich sorgt und dich bedingungslos liebt. Das ist eine typische Beschreibung vom Verhalten eines Narzissten und so einen sollt ihr finden, laut diesem Bildchen. So, dann wurde kommentiert, ich möchte euch das jetzt kurz vorlesen. Gott sei Dank ist mir so ein Exemplar, Narzisst, noch nicht über den Weg gelaufen. Aber einen Partner, der mich ohne Bedingungen liebt, auch noch nicht Liebe und Wertschätzung, ja, aber nicht bedingungslos ist, ist wohl auch sehr selten anzutreffen in dieser Welt, oder? So, das ist für mich ein Versuch, mit mir eine kostenlose Männerberatung zu kriegen. Es reicht doch, wenn ich den Ansatz bringe. So, wenn ich doch dann mich davon angesprochen fühle, weil es ist ja wohl mein Thema, sonst würde ich es ja nicht kommentieren. Moses, hör auf. Ehrlich. Immer das Gleiche. Ich komme gleich. Ich muss kurz aufstehen. So, Abflug. Immer das Gleiche. Kaum sitze ich vor der Kamera, spinnt hier irgendeiner rum. Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom nennt man sowas. Geil, Moses. Genau. So. Ja. Seid alle gleich. Die ganze Zeit war nix und jetzt geht's rund. So, also, wo waren wir stehen geblieben? Ist das für mich der Versuch, mit mir über das Thema Mann Defizit zu diskutieren? Ich bin doch nicht mit jedem befreundet. Das ist auch ein ganz wichtiger Satz, weil ich habe nämlich heute früh nach dem ersten Video mit der Alexandra noch kurz telefoniert, mit der Frau Brandner, ja. Und ist ja auch eine echte Hexe. So, und dann haben wir auch über dieses Thema gesprochen. Das Problem, was ihr alle habt, ist die Wertschätzung dessen, was wir als Berater tun. Weil ihr seid es ja gewohnt, anhand von Gratisminuten, Gratisgesprächen, Gratismeditationen, Gratiswebinaren und so weiter,
Denkt ihr, ja, dass euch die Berater das gratis in den Hintern schieben? Das stimmt aber so nicht. Und sogar die haben irgendwann mal kapiert, dass sie da damit Schnorrer erzogen haben. So, und ich habe auch während meiner Live-Sendungen immer wieder gesagt, ich lasse mich nicht über den Tisch ziehen. So, wenn ihr eine Beratung habt mit dem Beratungswollt, mit dem Defizitmann, dann könnt ihr mich entweder über Preguntas, über den Seelenschutz anrufen oder eine Privatberatung bei mir buchen via WhatsApp oder Facebook Messenger. Aber da wird telefoniert oder per Video gearbeitet. So. Ja? Und ich bin auch nicht eine Beraterin, die man mit Litaneien an Texten in Bezug zu einem Mann zuschüttet. Das fällt sogar Männern, mit denen ich in Wirklichkeit befreundet bin, um mich herum auf. Sobald, ich habe einen guten Freund, sobald ich mit dem öffentlich diskutiere über Facebook, gibt es immer die gleichen Weiber, die dann kommentieren, und zwar immer zum Thema Mann. Und das war ja früher schon so. Ich habe ja manchen Mann von mir per SMS oder sonstiges verschenkt, wenn ich den Eindruck hatte, das ist ein Narzisst oder ich will ihn nicht mehr haben. Ich neige ja dazu, das auch zu sagen. So. Dass das in einer subjektiven Wahrnehmung anders ankommt, ist mir logisch. Aber ich habe es ja auch gesagt. Wie wollt ihr einen klaren Blick über eure Situation haben, in der ihr steckt? Ihr seid ja euch gegenüber nicht neutral. Es gibt übrigens auch Berater, die können euch nicht beraten, weil wenn sie euch am Telefon haben, spiegelt ihr ihnen wahrscheinlich ihre Situation und dann sind die nicht fähig, euch zu beraten, weil sie dann auch nicht neutral euch beraten können. Das funktioniert nicht. So, und ich möchte es gerne erwähnen, wenn ihr doch Beratungen wollt und ihr schreit ja regelrecht danach, dann müsst ihr es auch akzeptieren, dass wir euch das nicht kostenlos liefern, auch nicht via Facebook Messenger. Ja, ich habe das ja auch hier schon erlebt in den Kommentaren und ich habe das bei diversen Menschen hier angekreidet. Die haben gesagt, sie machen hier Live-Sendungen und machen hier Beratungen. Und dann haben die Leute mit ihrem kompletten Namen in den Chat geschrieben und haben ihre Fragen gestellt. Merkt ihr eigentlich nicht, dass ihr damit euer innerstes Seelenleben nach außen prostituiert? Und deswegen lasse ich mich nicht drauf ein, solche Themen mit euch öffentlich kostenlos zu diskutieren. Und das scheint ja unter den Nägeln zu brennen. Wenn ich doch sage, ich will ja gar keinen Mann, aber eigentlich möchte ich doch. Das ist ja schon der Widerspruch in sich und ist ja schon ein Satz, der mit Doppelmoral anfängt. So. Und um eine Freundin von mir zu zitieren, ist auch, dass viele ja, Frauen, die wir ja so in unseren Beratungen haben, grundsätzlich gar nicht wissen wirklich, wie dieser Mann an ihrer Seite doch eigentlich in Wirklichkeit sein soll. Die meisten verlangen ja Katalogware, nett, treu, zuverlässig. Also ich weiß nicht. Ich gehe jetzt auf die Mitte 50 zu. Ich habe kein Männerdefizit. Warum wohl? Und die Männer entsprechen immer dem, was ich eigentlich möchte. Woran das wohl liegt?
Ganz im Gegenteil. Ich bin sogar teilweise froh, wenn ich meine Ruhe habe. Ich liebe sowieso nur einen. So. Also. Generelles Thema. Wenn ihr ein Thema habt in Liebe und Partnerschaft, dann müsst ihr schon anrufen. Und ich sag's euch, wenn ihr mir da Litaneien über den Messenger schickt, da steht zwar gesehen, aber ich habe keinen Satz davon gelesen. Ich will nicht wissen, wie das mit eurem Oskar läuft. Ich will nicht wissen, wie das mit dem Paul zu Ende gegangen ist. Ich will nicht wissen, welchen spirituellen Schub ihr habt. Weil wenn ich Feierabend habe, habe ich Feierabend. Ich habe meine Arbeitszeiten, wie jeder andere auch. Ich kann zum Friseur auch nicht gehen, wenn der Friseur geschlossen hat. Ja? Meine Marina, die wird mir ganz schön was erzählen. Die wird sagen, wir gängen jetzt so ein Zwitschern, aber mit Sicherheit, deine Haare machen wir jetzt nicht. Die machen wir dann morgen früh um 9. Kannst einen Termin haben. Ja? Da könnt ihr schon Termine machen. So. Und das ist das, was ich meine. Ja, also, wenn ihr doch wissen wollt, wann mal einer kommt, was heißt da, wann mal einer kommt, das ist ja auch eine bescheuerte Frage, über die rege ich mich ja immer auf. Wie formulieren wir es anders? Wie es denn aussieht in naher Zukunft? Ob sich die Chancen einer neuen Partnerschaft ergeben? Das ist eine Frage, wie sie Tahuti liebt. Ja? Oder warum bin ich Single? Bin ich beziehungsfähig? Ja, manchmal frage ich mich echt, ob ihr nichts gelernt habt in 4 Stunden Late Night, was ich euch da gesagt habe. Und ich sage euch was, wisst ihr, warum ihr keinen Mann kriegt? Weil ihr das Thema mit haben wollen angeht und mit Erwartungen. Ja, und da geht es nicht um Liebe, es geht um haben wollen. Dann frag doch gleich, ich hätt's mal wieder nötig, wann darf ich mal wieder schnicki-schnacki? Ja, dann seid ihr wenigstens mal mit euren Fragen ehrlich. Ja, danke, Moses. Kaum habe ich die Schüssel rausgenommen, gibt er sogar Antwort. So, genau, Moses. Also, wenn ihr doch dieses Problem habt, dann müsst ihr euch schon beraten lassen. Anders wird es nicht funktionieren. Und ich steige nicht drauf ein, wenn solche Kommentare unter irgendwelchen Postings stehen. Ja? Ich brauche keine narzisstische Zufuhr. So, Leute, und das ist wirklich der Fakt und das ist auch der Punkt. Wenn ihr nicht bereit seid, euch wirklich eine fundierte Beratung leisten zu können oder zu wollen, ja? Dann können wir euch auch nicht helfen. Aber ich werde weder über einen Facebook Messenger noch via WhatsApp noch sonst irgendwas mich auf solche Diskussionen mit euch einlassen. Das seid ihr vielleicht von anderen gewohnt. Ja? Wenn ich euch speziell in einer Beratung eine Aufgabe mit auf den Weg gebe und ich sage dann so, erfülle jetzt diese Aufgabe und die Antworten zu dieser Aufgabe schickst du mir via Messenger, ist das was anderes, wie wenn ihr mir euren litaneienlangen Leidensweg oder Erfahrungsweg oder was weiß ich was oder euer Männerproblem via Messenger schickt. Das interessiert mich nicht. Wie soll ich denn euch das verrechnen? Wenn ihr dann wollt, dass ich das lese
und dass ich darauf reagiere, dann könnte er mich vorher fragen, du Tahuti, wenn ich dir das schicke, ich bitte um deine Meinung, was kriegst du dafür, dann ist das in Ordnung. Und ich sag euch das eiskalt und das hat nichts mit Abzocke zu tun, sondern wie gesagt, auch wenn ihr vom Universum etwas bekommt, glaubt nicht, dass das kostenlos ist. Das Universum wird euch dafür etwas anderes wegnehmen. Auch das Universum gleicht immer aus. Und wenn euch etwas weggenommen wird, dann wird euch vom Universum, wenn es für euch wichtig ist, das auch wieder ausgeglichen. Genauso ist es, wenn ihr vom Universum etwas bekommt, nimmt euch das Universum auch etwas dafür weg. Nichts im Universum ist gratis. Ja? Vater, Sohn, Heiliger Geist. Die Dreifaltigkeit ist Liebe, Geld und Seele. Daher könnt ihr jetzt mal drüber nachdenken. So. Mehr gibt es zum Thema Gratisberatung, Schnorren und Facebook und Messenger und so weiter nicht zu sagen, aber ich denke, ich spreche hiermit für viele, viele Berater das aus, was die sich denken. Ja? Und wie gesagt, was nicht kostet, ist nichts wert. Und ein Berater, der kostenlos arbeitet, kann nichts. Ja? Auch nicht, wenn er euch dann über Messenger kostenlos beratet. So, wenn ich eine kostenlose Beratung anbiete, dann kann man sich für diese bewerben, ja, muss aber damit leben, dass diese dann öffentlich ist. Damit andere sehen, wie ich berate, findet somit der Ausgleich statt. So, und wenn ihr nicht versteht, wie das Universum funktioniert, hi Schatz, grüß dich. Servus, schöne Grüße nach Niederösterreich. Wie geht's dir, Liebling? Dann müsst ihr es lernen und dann bringe ich euch das in den Beratungen bei. Aber ich verlange Geld dafür. Und ich hoffe, dass das jetzt angekommen ist. Ja? Es gibt keine weitere Diskussion mehr zu diesem Thema, sondern wenn ich das Gefühl habe, dass es wieder irgendeiner probiert, kriegt er dieses Video hier als Link, als Antwort geschickt. So, in diesem Sinne, tschüssi Baba, tschüssi Babaci miteinander und haltet mir die Ohren steif. Ja? Und ich habe euch trotzdem lieb. Ja, gut. Ich musste mit Metadron auch einen Deal eingehen. Ich habe Metadron auch nicht kostenlos zur Verfügung. Ja? Jetzt habt ihr was zum Nachdenken. Was meint Dieter Huti damit wohl? Auf was habe ich verzichtet, damit ich mit Metadron zusammenarbeiten kann? Ja, könnt ihr mal drüber nachdenken. Vielleicht könnt ihr mir das ja in die Kommentare schreiben.